Hallo allerseits, werte Damen und Herren, ein recht herzliches Willkommen zu diesem neuen Video der ganz besonderen Art. Heute für euch auf dem Tisch ein Gerät, welches ich bis dato noch so gar nicht auf diesem Kanal vorgestellt habe. Ihr seht, worum es geht, und zwar um einen Gravurlaser der Marke Longa. Genauer gesagt, heute auf dem Tisch der Longa Wave 15 Watt. Ein schön kompakter Laser mit etlichen Features und viel Leistung und das Ganze auch noch für verhältnismäßig wenig Geld. Ich bin gespannt, was wir von diesem kompakten Gravurlaser wirklich so erwarten dürfen, was das Teil so auf dem Kasten hat und für wen sich eine Investition lohnt. Genau das würde ich sagen, wollen wir uns im heutigen Video einmal zusammen ausführlich anschauen. Deswegen starten wir gleich nach dem Intro, aber wie üblich, falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell kostenlos abonnieren plus die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Und damit los geht's nach dem Intro. Das ist sie, die neue Laser-Gravurmaschine von Longa, die Wave 15W. Ein schön kompaktes und zugleich leistungsstarkes Gerät, womit es möglich ist, unterschiedlichste Materialien zu bearbeiten und zu gravieren. Also egal ob Holz, Kunststoff, Metall, Leder etc. pp. Kann hiermit problemlos bearbeitet und graviert werden. Den Wave 5 übrigens hier in der Mitte zu sehen, gibt es dabei in unterschiedlichen Leistungsausführungen. Von 5 bis 10 Watt ist alles dabei. Vorn steht die 10 Watt Variante, das heißt, der Laser verfügt über viel Leistung und kann damit deutlich schneller Gravuren durchführen, aber auch nicht nur gravieren, sondern auch zum Beispiel Holz ausschneiden. Wie das in der Praxis aussieht, das werden wir uns nachher natürlich ausführlich im Test anschauen. Der Laser selbst kommt dabei in einem recht kompakten Pappkarton, ebenso gut verstaut, wie wir gleich sehen werden. Auf der Vorderseite entsprechend die große Abbildung des Geräts. Hier die Bezeichnung, in diesem Fall nicht angekreuzt. Wie gesagt, es handelt sich um den Longa Wave 15W. Auf der Rückseite genau noch einmal das Gleiche. Genau deswegen werfen wir nun einen Blick in den Lieferumfang. Ganz oben im Produktkarton befindet sich dabei der Papierkram. Hierzu zählt eine Konformitätserklärung. Selbstverständlich ist das Gerät made in China. Des Weiteren mit dabei eine große Bedienungsanleitung bzw. Installationsanleitung, die uns zeigt, wie wir den Laser zusammenbauen. Hier eine DIN A3-Seite, wie man sehen kann, schön groß bebildert und auch entsprechend mit Text. Dafür aber leider nur in Englisch. Bezüglich des Aufbaus auf diesen Punkt werde ich gleich noch einmal separat zu sprechen kommen. Das heißt, die Anleitung kann erst einmal beiseite und wir wollen einmal sehen, was hier noch so Schönes im Produktkarton drin steckt. Wie man sehen kann, die Laser-Gravurmaschine respektive die ganzen Einzelteile befinden sich da im Inneren des Produktkartons gut geschützt durch dickes Schaumstoff. Das heißt auch hier gegen den Transport sehr gut abgesichert. Im Inneren des Produktkartons befinden sich dabei die ganzen Einzelteile, denn der Gravurlaser wird selbstverständlich nicht vollständig montiert verschickt. Dafür wäre er auch viel zu groß, sondern hier die Maschine entsprechend komplett zerlegt. Wie ersichtlich, der Lieferumfang ist recht vielseitig, das heißt, wir haben etliche Einzelteile, die wir dann entsprechend zusammenbauen müssen. Auch hier noch einmal in der Bedienungsanleitung dargelegt, was hier wirklich alles drin ist. Das sind alle Teile, die dabei sein sollten. Darunter zählt der Rahmen des Gravurlasers. Dieser besteht aus Aluminiumprofilen. Insgesamt gibt es hierbei 4 Stück an der Zahl. Als nächstes in der Mitte positioniert die bewegliche Achse für XY mit entsprechenden Motoren gleich versehen. Das heißt, hier müssen wir nicht mehr viel zusammenbauen. Und natürlich ganz wichtig, außerdem hier oben links in der Ecke zu sehen, die Standfüße, in diesem Fall nur 3 Stück. Wieso nur 3 Standfüße? Ganz einfach, den 4. bildet das Bedienpanel selbst, das heißt hier unten in links in der Ecke zu finden, die Kontrolleinheit des Longa Wave 5 und wir sichtlich gleich damit verbunden natürlich das entsprechende Kabel. Weiterhin im Produktkarton befindet sich ganz oben rechts das beiliegende Netzteil, denn der Laser muss ja auch irgendwie mit Strom versorgt werden und nicht zu vergessen das Herzstück dieses Geräts und zwar die Lasereinheit bzw. der Laser selbst. Dieser ist ersichtlich noch einmal separat verpackt. Und last but not least, nicht zu vergessen, das ganze kleinteilige Zubehör. Das heißt, positiverweise gibt es gleich zu diesem Laser, zu diesem Gravurlaser auch eine Laserschutzbrille mit dazu. Außerdem mit dabei ein USB-Kabel zum Verbinden mit dem Rechner und eine weitere
Tüte mit dem ganzen kleinteiligen Zubehör. Das heißt, hier drin befinden sich Schrauben etc. pp. Und außerdem mit dabei drei kleine Holzbrettchen, womit wir dann gleich den Laser testen können. Hinsichtlich des Lieferumfangs gibt es also für den Longer Wave 5 definitiv eine ganze Menge direkt mit dazu. Allein schon hier der Druckverschlussbeutel mit den ganzen weiteren separaten Tüten. Wir haben hier etliche Schrauben, etliche Schlüssel. Außerdem hier mit dabei Kabelbinder, einen Pinsel und nicht zu vergessen ebenfalls ein USB-Kartenlesegerät für die mitgelieferte SD-Karte. Damit verbunden würde ich sagen, dass ich also nun einmal den Gravurlaser vollständig zusammenbaue. Wie gesagt, in der Anleitung selbst ist das Ganze großflächig bebildert und ausführlich beschrieben. Jeder Schritt gut nachvollziehbar und außerdem auch auf den Tüten, wo das ganze kleinteilige Zubehör drin ist, ist auch noch einmal vermerkt, welcher Schritt es jeweils ist. Also hier Step 3, Schritt Nummer 3 mit dem ganzen entsprechenden Inhalt. Also dann, lasst die Spiele beginnen. Ich bin gespannt, wie kompliziert der Aufbau hier wirklich ist und wie lange er dauert. Deswegen, los geht's! Die Montage beginnt dabei mit der Zusammensetzung des Rahmens. Dieser besteht aus insgesamt 4 Aluminiumprofilen, einer mit einem longer Schriftzug, dieser zeigt nach vorn und die beiden mit den Zentimetermaßstäben nach rechts und links. Anschließend werden die 4 Aluminiumprofile durch die beiliegenden Winkel zusammengesteckt und durch 4 Inbusschrauben von außen zusammengehalten. Als nächstes führen wir den Schlitten, welcher im Endeffekt den Laser bewegen soll, auf den fertigen Aluminiumrahmen. Dabei zu erwähnen, der Schlitten selbst besitzt rechts und links jeweils 3 Umlenkrollen, welche ganz einfach auf den fertigen Rahmen draufgesteckt werden. Dabei zu erwähnen, das Ganze geht nur von vorn, also hier, wo sich der longer Schriftzug befindet, denn hinten links befindet sich ein montierter Stopper. Sobald dies geschehen ist, montieren wir die 3 Standfüße sowie das Bedienpanel auf der vorderen linken Seite, welches ebenfalls als Standfuß dient. Die Füße selbst besitzen auf der Unterseite eine leichte Schaumstoffbeschichtung, welche dafür dient, dass der Tisch oder das darunterliegende Element nicht zerkratzt wird. Als nächstes geht es weiter mit dem etwas fummeligeren Part, und zwar dem Montieren der beiden Riemen. Diese werden links und rechts an den Füßen der Schlitten montiert, wo entsprechend auch der Motor respektive die Welle setzt. Die beiden Riemen werden dabei mit Zahnung nach unten von vorn in den Aluminiumrahmen eingeschoben. Hier befindet sich eine kleine Aussparung, genauso auch auf der Rückseite. Dabei, wie gesagt, mit Zahnung nach unten, unter der ersten Umlenkrolle durch, dann über die Antriebswelle, wieder unter der zweiten Umlenkrolle durch und auf der Rückseite des Rahmens durch die kleine Öffnung nach draußen führen. Das Ganze genauso auch auf der anderen Seite. Der nächste Schritt besteht darin, die beiden Riemen zu spannen, sodass die Welle nicht drüber springen kann. Genau dafür gibt es aus dem Lieferumfang insgesamt 4 Nutsteine sowie 4 passende Schrauben. Beginnt auf der Vorderseite, wird der Riemen positioniert, anschließend der Nutstein drauf und mit der Schraube fixiert. Anschließend auf der Rückseite den Riemen händisch spannen, ebenfalls den Nutstein wieder hier in die Nut einführen, 90 Grad drehen, damit dieser verankert ist und anschließend mit der Schraube wieder spannen. Damit ist der Riemen entsprechend gesichert. Das Ganze noch einmal auf der anderen Seite wiederholen, auch hier den Riemen spannen und mit dem Nutstein bzw. der Schraube anschließend fixieren. Sobald dies geschehen ist, ist es lediglich noch nötig, die Lasereinheit auf der Vorderseite zu montieren. Genau dafür 2 große Schrauben auf der Vorderseite und 2 weitere kleine auf der Rückseite. Und last but not least natürlich nicht zu vergessen das Kabelmanagement. Insgesamt 2 Kabel, jeweils 1 für einen Motor und ein weiteres für die Lasereinheit. Und das war es nämlich auch schon mit dem Aufbau des Longer Wave 5 Gravurlasers. Ich muss sagen, der Aufbau selbst war recht simpel. Also wenn man den Aufbau von IKEA-Möbeln und dergleichen gewohnt ist, dann ist das Ganze hier definitiv kein Problem. Nicht zuletzt liegt es daran, dass hier, wie gesagt, die Anleitung sehr schön bebildert ist. Das Ganze, wie gesagt, außerdem in Englisch, aber die Bilder sind so gut, dass man den Text im Grunde gar nicht lesen muss. Bezüglich der Zeit habe ich um die 36 Minuten, also um die 40 Minuten gebraucht. Ich würde sagen, 30 bis 60 Minuten sind hier realistisch. Ich muss zugeben, ich musste ja zwischendurch auch das Ganze noch aufnehmen, die Kamera ausrichten etc. pp. Also in einer halben Stunde ist das Ganze definitiv machbar.
Damit verbunden würde ich sagen, können wir uns also nun einmal anschauen, was der Gravurlaser so zu bieten hat, wie er sich schlägt. Bedeutet, dieses Gerät werde ich nun einmal ein paar Tage ausführlich in der Praxis prüfen und dann können wir uns das Gerät ausführlich im Detail anschauen, um zu sehen, was gut funktioniert und was eventuell verbessert werden könnte. Die ersten paar Wochen sind also nun vergangen und damit steht er wieder auf dem Tisch, der Longer Wave 510W. Ich habe das ganze Gerät einmal abgebaut, nun mit etlichen Betriebsstunden auf der Uhr und ich mit einer ganzen Menge Erfahrung zu diesem Gerät, welche wir uns nun einmal ausführlich anschauen werden. Ich würde aber sagen, beginnen wir erst einmal mit dem ersten bzw. dem Gesamteindruck. Das Gerät selbst macht dabei meiner Meinung nach einen sehr hochwertigen, aber auch robusten Eindruck. Wie gesagt, der Aluminiumrahmen besteht aus vier einzelnen Aluminiumprofilen, die ich hier vorab miteinander verschraubt habe. Und dennoch ist das Gerät super robust, also ich kann hier problemlos auf einer Seite anheben, ohne dass sich hier irgendwie der Rahmen oder dergleichen durchbiegt, sondern die Maschine ist wirklich diesbezüglich sehr widerstandsfähig. Damit verbunden besitzt die Maschine aber auch einen überraschend sicheren Stand. Wir haben ja hier nur diese drei kleinen Standfüße bzw. den Standfuß hier vorn mit der Kontrolleinheit. Die Standfüße selbst sind wie gesagt noch einmal versehen mit etwas Schaumstoff, damit hier der Untergrund nicht zerkratzt. Ich muss sagen, das Gerät steht so auf jeden Fall sehr, sehr sicher. Aber wer hier auf Nummer sicher gehen möchte, der kann die Maschine auch problemlos hier mit diesen kleinen Winkeln direkt dann auf dem Boden oder auf einer Platte festschrauben, damit der Laser nicht versehentlich verrutscht. Das Ganze ist besonders sinnvoll, wenn man dann Seriendrucke oder dergleiche fertigen möchte, dann definitiv die Maschine direkt am Untergrund festschrauben. In meinem Fall war das Ganze bis jetzt noch nicht nötig, deswegen habe ich auch die drei Standfüße noch nicht an der Maschine angebracht. Ich muss aber auch sagen, wenn man hier nur ganz leicht bzw. mit wenig Kraft gegen die Maschine kommt, verrutscht sie nicht, denn sie ist ziemlich rutschfest. Wenn ich dann natürlich aus Versehen hier gegenstoße, dann verrutscht sie doch ein paar Millimeter, ganz klar. Dies liegt nicht zuletzt an der Größe und dem Gewicht. Wie man sehen kann, der Longer Wave 5 ist natürlich kein super kompakter Gravurlaser, denn wir haben auch hier einen großen Arbeitsbereich von 400 x 400 mm. Damit verbunden haben wir Außenmaße inklusive Bedienpanel auf der Vorderseite von 60 cm mal um die 58 cm, wobei das Gerät aber auch überraschend leicht ist mit seinen ca. 3340 Gramm. Daraus resultierend ist dieser Laser meines Erachtens nach auch verhältnismäßig portabel. Also schnell mal umsetzen ist hier definitiv ohne großen Kraftaufwand nötig. Aber zusammenklappen, also die Grundfläche hier reduzieren, geht selbstverständlich bei diesem Gravurlaser nicht. Wie bereits vorhin bei der Montage gezeigt, befinden sich also nun rechts und links die beiden Aluminiumprofile mit entsprechender Kennzeichnung hier im Zentimeter- und Millimeter Maßstab. Wie gesagt, wir haben eine Grundfläche, einen Arbeitsbereich von 400 mal 400 mm, die wir komplett ausnutzen können. Die Markierung selbst ist dabei auf allen beiden Achsen, also auf der X-Achse hier oben und auf der Y-Achse sehr präzise und damit entsprechend meines Erachtens nach ohne Schwierigkeiten ablesbar. Bedeutet also, wenn ich nun Werkstücke entsprechend gravieren oder schneiden möchte, muss ich diese natürlich hier in dem Arbeitsbereich ausrichten und genau dafür diese entsprechenden Skalen hier auf den Aluminiumprofilen. Würde ich sagen, machen wir weiter am Bedienpanel, denn dieser doch recht kompakte Kasten ist zum Steuern des gesamten Lasers, insofern man nicht das Gerät mit einem Computer dann softwareseitig anderweitig steuern möchte. Aus dem Lieferumfang gibt es dabei für die Stromversorgung ein passendes Netzteil mit dazu. Insgesamt gibt dies aus 5 Ampere auf 12 Volt. Der Eingang befindet sich hier auf der linken Seite des Gehäuses. Und außerdem nicht zu vergessen, ebenfalls mit dabei ein USB-Kabel, USB Typ A auf USB Typ B, damit wir auch hier den Laser direkt dann von einem Computer bedienen können. Und ich muss sagen, von der Qualität macht dieses Kabel ebenfalls einen sehr hochwertigen Eindruck, alleine wenn man sich hier den Querschnitt einmal anschaut. Genau dafür habe ich also nun einmal kurz den Laser angestöpselt und ich würde sagen, wir schauen uns nun einmal das Bedienpanel und die Kontrolleinheit an. Genau dafür finden wir nämlich auf der Oberseite links in der Ecke den Button zum Aktivieren bzw. Deaktivieren. Wie man sehen konnte, das komplette System fährt dabei nach dem Aktivieren innerhalb weniger Sekunden hoch und ist direkt einsatzbereit. Die Bedienung wiederum erfolgt über dieses Bedienpanel hier vorn. Und zwar haben wir hier ein 3,5 Zoll großes Display mit Touchfunktion.
Dazu muss ich sagen, für das, was man hier direkt am Laser machen kann, ist das Bedienpen meines Erachtens nach mehr als genügend. Sowohl von der Größe als auch von der Helligkeit lässt sich hier nichts bemängeln, genauso aber auch vom Touchscreen und der Umsetzung. Dabei muss man beachten, hier drauf befindet sich eine kleine Folie, die natürlich zum Schutz des Touchscreens dient. Das heißt, hier muss man doch etwas mehr Druck aufbringen, um dann in die entsprechenden Menüs rein und wieder rauszukommen. Hinzu kommt, auch das Menü selbst gefällt mir persönlich ziemlich gut, denn es ist schön übersichtlich und die wichtigsten Funktionen sind hier direkt ersichtlich. So kann ich zum einen den Laserkopf bewegen. Ich kann hier weitere Einstellungen vornehmen, indem ich die Intensität des Lasers einstelle. Genauso kann ich auch hier direkt zum Gravieren springen oder aber auch die Wi-Fi-Verbindung hier mit dem Laser vornehmen. Würde ich sagen, schauen wir uns also nun einmal ganz kurz diese vier Punkte hier unten im Detail an. Anfangen ganz links mit dem Adjustment. Wenn ich einmal hier drauf gehe, sieht man, dass es nicht allzu viel zum Einstellen gibt. Wir haben lediglich die beiden Optionen Aus und 3%. Das heißt, aktuell steht der Laser auf der Ausposition. Wenn ich einmal hier die 3% betätige, sieht man, der Laserpunkt ist aktiviert, aber eben nur mit 3%. Dies bringt den Vorteil, dass der Laser mit 3% keine Gravuren oder dergleichen vornehmen kann, weil einfach die Intensität, die Leistung fehlt. Aber da der Laser aktiviert ist, können wir diesen entsprechend dann positionieren, wenn wir zum Beispiel das Werkstück hier in der Mitte platziert haben. Der nächste Punkt, genannt Control, bezieht sich, wer hätte es gedacht, auf die manuelle Bewegung des Lasers. Denn ich kann diesen natürlich entweder hier auf dem Schlitten schieben oder aber auch mit den verbauten Motoren bewegen. Genau dafür also hier der zweite Punkt, genannt Control, und wie ersichtlich auch dieser ist, sehr, sehr übersichtlich. Auf der linken Seite haben wir hier ein kleines Bedienpanel mit Plus Y, Minus Y, X und Plus X, wodurch wir dann die Achsen oder den Laser auf den Achsen bewegen können. Außerdem wir sichtlich hier High Speed, Low Speed und wir können wählen zwischen 0,1, 1 und 10 mm Schritten. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze mal auf 10 mm und High Speed stehen, damit man auch hier eine gewisse Bewegung an diesem Laser sieht. Und nun kann ich hier in X-Richtung den Laser immer in 10 mm Schritten fahren lassen oder auch genauso hier in minus Y-Richtung, dann kommt der Laser zu uns herangefahren. Auf dem Homescreen wiederum wird uns dabei immer die aktuelle Position des Lasers angezeigt. Wie man sehen kann, aktuell X70 und Y-210. Dies stimmt aber nur, insofern wir den Laser vorher gesetzt haben, also wenn wir die Home-Position bestimmt haben, denn dies ist meiner Meinung nach ein kleiner Nachteil dieses Lasers, und zwar haben wir hier keine Limiter, welche die Home-Position bestimmen, sondern das Ganze müssen wir halt dann einfach selbstständig tun. Auf der anderen Seite bringt dies aber auch den Vorteil, dass ich die Home- oder Startposition des Lasers ganz einfach hier vorne am Bedienpanel festlegen kann. Im Normalfall liegt die Home-Position aber immer unten links. Genau dafür kann ich den Laser nun einmal in die Ecke schieben oder fahren. Und wie man sehen kann, die Werte sind immer noch gleich geblieben, denn nun muss ich dem Laser erst sagen, dass er sich in seiner Start- oder Home-Position befindet. Genau dafür gehen wir noch einmal auf Control und Zero Set. Das Ganze mit Yes bestätigen und nun weiß der Laser, dass er sich in der Home-Position befindet. Und wenn ich ihn nur noch einmal hier etwas mit den Tasten bewege, und nun wieder die Home-Taste betätige, fährt er in die definierte Home-Position zurück. Soweit auf jeden Fall zu diesem Punkt. Schauen wir uns den nächsten an, denn nun wird es wirklich interessant. Es geht um das Engraving, denn unter diesem Menüpunkt ist es nun direkt möglich, ohne Verbindung mit einem Computer gespeicherte Projekte umsetzen zu lassen. Genau dafür gibt es ebenfalls positiverweise gleich aus dem Lieferumfang mit dazu eine kleine SD-Karte plus ein Adapter auf USB-A, damit wir auch direkt hier Projekte auf die SD-Karte hochspielen können. Das heißt ganz einfach, die SD-Karte hier in den kleinen Computer einstecken. Und anschließend sollte dieser die gespeicherten Projekte hier auf der SD-Karte erkennen. Das Ganze noch einmal aktualisiert. Und wie ersichtlich aktuell hier zu sehen, die drei verfügbaren Projekte, die wir nun durch Anklicken auch direkt hier übertragen können.
Standardmäßig sind hierbei für alle diejenigen, die noch nie mit einem Laser gearbeitet haben, gleich drei Projekte mit dabei. Ein Projekt mit zwei Vögeln, ein Kompass und das Logo dieses Herstellers. Diese drei Motive können wir dann ganz einfach, nachdem wir sie einmal hier angeklickt haben, direkt dann auf die kleinen Platten oder auch auf andere Objekte gravieren lassen. Dies bringt den großen Vorteil, dass der Wave 5 also auch ohne ständige Verbindung mit einem Computer entsprechende Projekte umsetzen kann. Genau dafür einfach die Projekte hier auf die SD-Karte ziehen, SD-Karte einstecken und anschließend kann ich hier direkt vom Bedienpanel dann die Projekte gravieren lassen, ohne dass ich ständig einen Laptop oder dergleichen dabei haben muss, der dann hier den Laser mit Informationen füttert. In der Praxis wiederum ist dies besonders vorteilhaft, wenn man dann fertige Projekte nach dem Schema F einfach gravieren möchte. Ganz klar, wenn ich Anpassungen oder dergleichen habe an einzelnen Projekten, dann ist das Ganze hier nicht möglich. Aber ich finde die Möglichkeit sehr, sehr praktisch, dass man hier direkt eine SD-Karte reinstecken kann und damit ja, der Laser quasi autonom arbeitet. Und last but not least, hier zu sehen, Punkt Nummer 4, genannt Tool. Und an diesem Punkt können wir nun spezielle Informationen aus dem Gerät auslesen, wie zum Beispiel die Bordnummer, die Firmware, CPU-Frequenz und dergleichen. Also Informationen, die man im Normalfall nicht benötigt. Was uns interessiert, sehen wir hier oben, und zwar die Wi-Fi-Settings, denn hiermit ist es möglich, ja, das Gerät besitzt Wi-Fi, diesen Laser mit dem Smartphone, Tablet oder dergleichen zu steuern. Diese Fähigkeit bringt nämlich gleich zwei Vorteile mit sich. Zum einen können wir also nun mit dem Smartphone den Laser steuern und bewegen und auf der anderen Seite aber auch aus der Ferne kontrollieren, um zu sehen, was er denn gerade macht. Voraussetzung dafür, beide Geräte, also Smartphone und Laser, müssen sich im gleichen WLAN-Netzwerk befinden. Wenn das Internet hier in dieser Bude nicht so schlecht wäre, könnte ich euch das Ganze auch gleich live zeigen. So muss ich es dann wohl nachträglich einblenden. Möglich wird dies durch die App MKS Laser. So sieht die aus, ebenfalls sehr, sehr übersichtlich. Hier oben wird angezeigt die aktuelle Position des Lasers, natürlich nur, wenn wir mit diesem verbunden sind. Auch die Verbindung, muss ich sagen, klappt im Test sehr zuverlässig. Hier oben links der kleine Button zum Verbinden, einmal draufdrücken und anschließend müssen wir hier die IP-Adresse des Lasers eintragen. Die wird uns angezeigt, sobald wir den Laser mit dem WLAN verbunden haben, anschließend auf Verbinden gehen oder aber auch auf Gerät suchen und dann entsprechend verbinden. Und danach ist es möglich, hier das Gerät zu steuern. Einerseits können wir es direkt mit diesem Bedienpanel bewegen, aber auch Dateien von hier drucken oder selbstständig Zeichnungen vornehmen, zum Beispiel Linien oder dergleichen, die der Laser dann 1:1 hier auf die Fläche graviert. Aus der Praxis wiederum kann ich sagen, ist diese Funktion definitiv sehr, sehr hilfreich. Ich persönlich habe sie aber nicht allzu oft verwendet, denn entweder habe ich Dateien direkt von der SD-Karte oder aber auch vom PC drucken lassen. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, finde ich es wirklich sehr, sehr vorteilhaft, dass der Laser hier gleich die Funktion, also die Verbindung mit Wi-Fi und mit dem Smartphone mitbringt. Denn wer das Ganze hier benötigt, kann damit direkt auch vom Smartphone drucken oder aber auch den Laser kontrollieren, ob er denn zum Beispiel fertig ist oder wie lange er noch benötigt. Einzige Voraussetzung, wie bereits gesagt, man muss sich halt im selben WLAN-Netzwerk befinden wie der Gravurlaser. Ansonsten ist das Ganze nicht möglich. Also ich kann jetzt nicht von der Ferne schauen, ob mein Gravurlaser zu Hause noch arbeitet, ob es irgendwelche Probleme gibt oder dergleichen, sondern das Ganze geht nur innerhalb des Netzwerks. Soweit auf jeden Fall zu diesem Bedienpanel. Deutlich interessanter und tiefgründiger wird es aber nun, wenn wir einmal den Laser mit einem PC verbinden. Genau dafür einmal das Kabel hier kurz in die entsprechende Buchse gesteckt, ebenfalls am PC anstöpseln. Und damit ist es nun möglich, mit entsprechender Software, zum Beispiel Lightburn oder welche Programme ihr da auch immer verwenden möchtet, nun den Laser zu steuern und zu gravieren bzw. zu schneiden. Gesagt, getan, den Longer Wave 5 habe ich also hier nun mit meinem Laptop über USB verbunden. Das Programm ebenfalls bereits geöffnet. Lightburn gibt es hier 30 Tage kostenlos in der Testversion. Danach kostet das Ganze richtig Geld, aber trotzdem, wir können hier das Programm schon im vollen Funktionsumfang nutzen. Deswegen würde ich sagen, wollen wir einmal hier den Laser aktivieren, dann kann ich euch das Ganze deutlich tiefgründiger zeigen.
Die Einrichtung des Lasers war dabei zugegeben überraschend einfach. Das Ganze hätte ich mir deutlich komplizierter vorgestellt. Bedeutet, ich habe einfach den Laser hier per USB am Computer angeschlossen. Dann hat dieser nach verbundenen Lasern gesucht, diesen automatisch gefunden. Anschließend bin ich auf Verbinden gegangen und konnte dann die Maße hier eintragen, die dieser Laser bereitstellt. Und dann konnte es auch schon losgehen. Also man könnte fast sagen, Plug and Play mit ganz wenig Einstellungen, bevor man dann hier wirklich direkt anfangen kann zu gravieren. Diesbezüglich also äußerst positiv. Man muss hier keine IT-Kenntnisse haben oder dergleichen, um den Laser zu verbinden, sondern es reichen hier wirklich ein paar Klicks und das Ganze ist verbunden und damit auch einsatzbereit. Die Bedienung des Lasers ist damit verbunden, natürlich immer abhängig von dem jeweiligen Programm. Wie gesagt, hier drauf läuft Lightburn, wobei das Grundprinzip immer ähnlich ist. Und zwar kann ich hier in Verbindung mit dem Laptop dann unterschiedlichste Formen, Bilder oder dergleichen hier eingravieren oder auch schneiden lassen. Das Ganze einmal kurz demonstriert. Und zwar kann ich nun ganz einfach den Laser hier in die Mitte des Bereichs fahren lassen. Und nun das Ganze wieder auf die Home-Position. Ganz simpel. Aus der Praxis hingegen kann ich sagen, dass die Umsetzung diesbezüglich ebenfalls sehr gut gelungen ist. Das heißt, der Laser hat immer genau das gemacht, was der Laptop ihm gesagt hat. Auch die Verbindung war konstant, stabil, keine Abbrüche oder dergleichen. Das Einzige, was einmal bei mir im Dauertest aufgetreten war, ist, dass sich der Laser hier wirklich im Feld festgefahren hat. Ob das Ganze jetzt softwareseitig verursacht wurde oder ob es am Laser lag, das kann ich bis dato nicht sagen. Das Positive dabei war aber, dass der Laser, als er hier auf einer Stelle stand, dann den Laser deaktiviert hat, also wirklich hier nur gezeigt hat, dass noch Arbeit läuft und auch das Programm weiterging, aber halt der Laser deaktiviert war, sodass hier zum Glück keine Löcher oder Brände verursacht werden. Damit verbunden wären wir auch schon beim nächsten wichtigen Punkt, und zwar den Sicherheitsfeatures. Denn diesbezüglich hat der LongerWay 5 ebenfalls ein paar schicke Sachen zu bieten. Angefangen besitzt der Gravurlaser dabei einen Erkennungsmechanismus für Flammen. Das heißt, wenn dieser zu lange auf der gleichen Stelle rumgefahren ist und sich das Material entsprechend entzündet hat und Flammen entwickelt, dann erkennt der Laser die Flammen oder die starke Hitzeentwicklung und deaktiviert automatisch den Laserstrahl, um den Brand entsprechend nicht zu verstärken. Und außerdem ertönt dann ein lauter Piepton, ein dauernder Piepton, damit auch signalisiert wird, Achtung, hier ist was schiefgelaufen, damit dann der Anwender also entsprechend dann hier das Ganze beseitigen kann. Im Normalfall sollte das Ganze aber nicht auftreten. Ich meine, wenn beide Komponenten gut und korrekt zusammenarbeiten, dann ist dies auch so gut wie ausgeschlossen. Aber es gibt immer Zufälle und ab und an Schwierigkeiten und damit haben wir hier nochmal eine etwas größere Sicherheit. Hinzu kommt, ihr seht hier unten die rote Laserschutzkappe. Diese besteht aus feuerfestem Acryl. Also auch wenn hier irgendwas anfängt zu brennen, dann greift das Ganze nicht direkt auf den Laser über, sondern wir haben hier feuerfestes Acryl, was dann auch entsprechend hitzeresistent ist. Und Sicherheitsfeature Nummer 2, dieser Laser besitzt einen Bewegungssensor. Das Ganze bedeutet nicht, dass man hier den Gravurlaser als Fitness-Tracker verwenden sollte, nein, sondern der Bewegungssensor merkt, wenn wir zum Beispiel hier gegenstoßen und der Laser gerade am Gravieren ist, dann schaltet er ebenfalls ab, gibt einen Signalton von sich, weil das entsprechende Ergebnis ist damit natürlich verfälscht und der Laser hat die Bewegung signalisiert und den Vorgang abgebrochen. Auch dies, muss ich zugeben, funktionierte im Test ziemlich gut, also diesbezüglich lässt sich ebenfalls nichts bemängeln. Machen wir weiter mit dem Herzstück eines jeden Gravurlasers, und zwar der Lasereinheit. Diese sitzt, wie ersichtlich, hier vorn. Angetrieben durch die beiden brushless Motoren kann diese nun auf der X-Achse und entlang der Y-Achse problemlos bewegt werden. Der Laser selbst befindet sich dabei hier vorn mittig unter diesem dicken Aluminium-Kühlkörper. Ich meine, die Leistung von stolzen 10 Watt. Maximale Ausgangsleistung muss hier auch irgendwie gekühlt werden. Deswegen der dicke Aluminium-Kühlkörper und außerdem hier direkt darüber ein verbauter Lüfter. Das Ganze habe ich einmal für das Video hier abgestöpselt, denn der Lüfter ist mir auf Dauer hier für die Aufnahme im Studio doch etwas zu laut. Ich würde sagen, wir können ja mal kurz eine Messung machen. Das Ganze hier wieder rangesteckt. Und ihr hört es, damit aktiviert sich auch direkt der Lüfter, der die Diode entsprechend kühlt. Einmal hier kurz die Messung mit dem Dezibel-Messgerät in einem Abstand von ungefähr einem Meter. Ah,
haben wir damit eine Geräuschbelastung um die 50 Dezibel. Ich muss sagen, für die Werkstatt oder wo auch immer der Laser platziert wird, ist das Ganze auf jeden Fall nicht zu laut. Damit verbunden noch ein paar weitere Worte zu diesem Laser. Und zwar, wir haben hier verbaut einen Diodenlaser, genauer gesagt zwei Stück an der Zahl, welche so im 90-Grad-Winkel zueinander ausgerichtet sind und mit einem Spiegel gebündelt, beziehungsweise dann hier unten auf das entsprechende Objekt fokussiert werden. Dabei muss der Laser manuell fokussiert werden, also wir haben hier keine Vorrichtung oder dergleichen, die automatisch eine Fokussierung auf das entsprechende Objekt durchführt. Also wenn ich hier nun zum Beispiel auf diese Ebene etwas eingravieren möchte oder hier auf eine dicke Holzplatte, dann ist natürlich der Laser nicht wirklich fokussiert. Genau dafür gibt es aus dem Lieferumfang diesen kleinen Aluminiumzylinder und auf der Rückseite des Lasers finden wir hier eine kleine Aussparung, worunter wir diesen Aluminiumzylinder platzieren. Anschließend lösen wir hier die beiden Stellschrauben und fahren die Lasereinheit so weit runter, bis diese auf den Aluminiumzylinder aufsetzt. Und damit ist dann auch der Laser auf diese Oberfläche hier fokussiert. In der Praxis funktionierte dies ebenfalls problemlos, also egal auf welchen Objekten man dann hier eine Gravur durchführen möchte, auf dünnen Holzplatten oder dicken Stämmen, Schiefer, was auch immer, das Ganze hier mit diesem kleinen Zylinder einmal fokussiert. Ansonsten, falls man diesen nicht nehmen möchte, kann man genauso gut auch den Laser einmal zum Beispiel auf 3% aktivieren und dann mit der Laserbrille einmal hier unten nachschauen, ob denn auch der Laser wirklich fokussiert ist. Das heißt, der Laserpunkt sollte so klein wie möglich sein, dann ist der Laser fokussiert und kann gute Ergebnisse erzielen. Wie man sehen kann, bereits aus dem Lieferumfang gibt es hier einiges an Sicherheitsfeatures mit dazu, damit man nicht versehentlich, wenn man einmal hier in den Laserpunkt reinschaut, direkt die Netzhaut im Auge schädigen kann. So besitzt der Laser zum einen hier unten eine rote Laserschutzkappe aus Acryl, die dafür sorgt, dass man problemlos in den Laserpunkt, also hier von der Seite reinschauen kann, um zu verfolgen, was denn der Laser macht, wie die Ergebnisse aussehen, ohne dass sich, wie gesagt, die Netzhaut damit beschädigen lässt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch hier diese Schutzbrille dazu, bedeutet, auch hierdurch kann man ohne diesen Schutz, welcher sich hier abschrauben lässt, entsprechend das Ganze verfolgen, aber ich muss sagen, in der Praxis ist beides unabdingbar. Also die Abdeckung würde ich definitiv dran lassen. Diese ist sehr, sehr praktisch. Und ansonsten, falls man von der Seite schaut oder von hinten, dann natürlich hier mit Laserbrille. Der verbaute Laser ist dabei, wie bereits gesagt, ein Diodenlaser mit 450 Newtonmeter. Das heißt, das Licht, was wir hier unten dann auf dem entsprechenden Objekt sehen, ist blau. Und man muss auch sagen, dieser Laser mit stolzen 10 Watt ist einerseits sehr leistungsstark. Das heißt, wir können hiermit Gravuren und Schnitte deutlich schneller durchführen und auf der anderen Seite auch deutlich bessere Ergebnisse erreichen. Denn der Laserpunkt ist auch viel kleiner im Vergleich zu anderen Lasern. Und zwar haben wir hier einen rechteckigen Laser, der unten auf das Objekt trifft, von 0,06 mm mal 0,06 mm. Also wirklich extremst klein. Aus der Praxis wiederum kann ich sagen, ist dieses leistungsstarke 10 Watt Lasermodul meiner Meinung nach ohne Frage empfehlenswert, auch wenn es etwas teurer ist als die 5 Watt Lasermodule, denn hier überwiegen ganz klar die Vorteile. Da das Modul leistungsstärker ist, sind die Gravur- und Schnittvorgänge deutlich schneller abgehakt und wir können auch hier tiefere Schnitte durchführen als im Vergleich mit einem 5 Watt Laser. Das heißt, wir können natürlich nicht nur gravieren, sondern auch Schnitte im Holz durchführen. Und da hier mehr Power vorhanden ist, geht das Ganze auch wieder schneller und kann tiefer durchgeführt werden, ohne dass das Material dann zum Beispiel Feuer fängt. Ich muss sagen, bei mir im Test waren die Ergebnisse auch durchweg positiv. Also ich habe unterschiedliche Materialien einmal für euch getestet, egal ob Holz, Metall, Schiefer etc. pp. Die Ergebnisse waren durchweg gut, abhängig davon, was man hier natürlich vorab im Programm eingestellt hat. Das ist ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn ich hier irgendeinen Quatsch einstelle oder auch von der Intensität nicht richtig anpasse, dann kann ich natürlich auch hier keine Top-Ergebnisse erwarten. Bedeutet also, wer noch nie mit so einem Laser gearbeitet hat, der sollte keine Spitzenergebnisse von Anfang an erwarten, denn hier ist das Programm das A und O, sprich, ich muss die Intensität anpassen, die Power in Prozent von 0 bis 100 und die Geschwindigkeit ebenfalls variabel. Ich kann natürlich den Laser deutlich schneller
schneller über das Material fahren lassen. Damit ist der Vorgang dann innerhalb von ein paar Sekunden abgehakt, aber auf dem Material sind nur ganz dezente, ganz dünne Striche und das Ergebnis ist ja nicht wirklich sehenswert. Deswegen muss der Laser dann etwas langsamer langfahren, wobei man sagen kann, dass der Laser maximal 10.000 mm pro Minute schafft. Das ist auf jeden Fall ganz ordentlich, aber für gute Ergebnisse auf jeden Fall meiner Meinung nach zu schnell. Wie gesagt, sobald man aber einmal die perfekte Einstellung für das jeweilige Material rausgefunden hat, dann können sich die Ergebnisse mit diesem 10 Watt Diodenlaser definitiv sehen lassen. Also wie gesagt, ihr könnt ja unterschiedlichste Materialien hiermit gravieren und schneiden. Also dementsprechend sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch ich muss zugeben, habe am Anfang eine ganze Weile benötigt, erst einmal hier, um mit dem Programm zurechtzukommen und dann natürlich die perfekten Einstellungen hier für das jeweilige Objekt zu treffen. Das heißt, am Anfang entsteht definitiv erst einmal ziemlich viel Müll, bis man dann hier wirklich die perfekte Einstellung hat. Aber dann können sich die Ergebnisse sehen lassen. Ich meine, schaut euch die Resultate hier aus dem Video an. Zusammenfassend kann ich also nun beruhend auf meine Erfahrung mit diesem Gerät durchweg positives Feedback geben. Das Teil ist wie gesagt super verarbeitet, es macht einen sehr hochwertigen Eindruck und das Wichtigste, die Ergebnisse stimmen. Also egal welches Material ihr hier gravieren wollt, die Ergebnisse sind sauber und präzise und ebenfalls relativ zügig mit diesem 10 Watt Lasermodul umgesetzt. Wer also auf der Suche nach einem guten Einstiegsgravurlaser ist, der ein leistungsstarkes Lasermodul besitzt, mit dem man gute Ergebnisse erzielen kann und welcher noch im Großen und Ganzen verhältnismäßig günstig ist, jedenfalls was hier die Preise von diesen Lasern anbelangt, dann ist der Longer Wave 15W meines Erachtens nach eine durchaus gute Empfehlung. Und damit bist du gefragt, wie ist deine Meinung zu diesem neuen Gravurlaser hier von Longer? Hast du eventuell schon Erfahrung mit diesem Gerät? Dann schreib sie mir gerne einmal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir außerdem gerne mit einem Daumen nach oben. Und falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell kostenlos abonnieren plus die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise von diesem Stück findest du wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung und damit macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.